Und mein kleines, karges Haus, was ihr hier im Hintergrund seht, ist meine neue Wohnung. Die Möbel, Leute, waren noch nicht da, deswegen habe ich hier bis jetzt nur einen Stuhl. Wenn ich zum Beispiel duschen möchte, muss ich zu meinen Nachbarn rübergehen und da fragen. Und deswegen, du hast die beste Nachbarin der Welt! Du bist neben mir, hallo! Hi! Okay. Na, Ronja, wie geht's? Super toll, ich habe gesehen, dein Haus... Oh mein Gott, du hast ein Auto? Wir haben ein Auto, wir können in die Stadt fahren, wenn du willst. Ja, ich will. Okay, cool. Steig ein. Sehr gerne. Ich habe noch kein Auto. Ich wollte sowieso gerade in die Stadt fahren. Ich musste mir noch ein paar Besorgungen machen. Ich kenne aber den Weg nicht. Kannst du mir sagen, wo ich langfahren muss? Das Ding ist, ich kenne den Weg leider auch nicht gut. Oh no, was machen wir denn jetzt? Irgendwo muss es hier in die Stadt gehen. Oh, warte, da hinten links ist ein Schild. Zum Plaza. Da sind wir. Oh, das sieht richtig hübsch aus. Warte. Mega. Oh Mist, ich bin ausgestiegen. Oh, guck mal, wie süß. Hier ist so ein kleines Café. Ich park mal hier vorne. Oh ja. Warte, wir können uns hier erstmal alles anschauen. Hier ist ein Café. Das sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Oh, da hinten ist die Schule. Aber die ist noch da. Unter Bau. Wir müssen nicht in die Schule, Easy. Wir müssen nicht in die Schule. Yeah. Oh, ich hoffe, die ist noch richtig lange im Bau. Oh, kann man jetzt was zu essen holen? Keks oder sowas hier im Café? Oh ja, gute Idee. Lass uns das machen. Hallo. Hey. Sieht süß aus. Hallo. Echt cool aus hier. Oh, ich will eine Waffel. Gibt's Waffeln? Es gibt keine Waffeln, aber es gibt Schokodonuts. Mmh. Okay. 8 Euro kostet der. Puh, das ist recht teuer. Ich habe jetzt noch genau 13 Münzen. Wie viel hast du? Also ich habe noch 15 übrig. Aber dafür einen leckeren Saft. Ich glaube, wir müssen irgendwie Geld verdienen gehen, Ronja. Ich glaube, da hast du recht. Oh, warte. Hast du da hinten ein Auto gekauft? Ja. Okay, wenn ich Geld habe, dann kaufe ich mir ein richtig hübsches Auto. Warte, ich frage mal kurz, was der kostet, damit ich weiß, wie viel Geld ich verdienen muss, ja? Ich will es gar nicht wissen. Ich würde es gerne wissen. So. Das sieht schick aus. Und hallo. Hi, ich würde gerne auch ein Auto kaufen. Die Easy hat eins und... Genau, was haben wir denn hier? Oh, der sieht süß aus. Man kann für 1000 Euro so einen VW-Bus kaufen. Nicht, dass ich 1000 Euro hätte, aber sieht auf jeden Fall hübsch aus. Oh, okay. Oh, warte. Für 1000 Euro kann ich den blauen Sportwagen kaufen, der in der Mitte steht? Na gut, dann für heute erstmal nichts. Aber nächstes Mal kommen wir sicher vorbei und kaufen viele Autos, nicht nur eins. Ganz bestimmt. Was ist eigentlich mit dem Burgerladen? Vielleicht können wir da einfach arbeiten. Oder Burger essen gehen. Oder wir tun so, als würden wir da arbeiten, dann essen wir umsonst Burger. Das ist der Plan. Okay. Schönen guten Tag hier bei Burgers. Wir würden gerne hier arbeiten. Ist das okay? Können wir das machen? Sollen wir hier einfach durchgehen in die Küche? Hallo, was kann ich machen? Kann ich hier arbeiten? Ja klar, hinten einfach zu der Küchentür und dann kannst du deine Arbeitsschicht als Chef starten. Okay, danke schön. Als Küchenchef, oder? Als Küchenchef. Als Koch, cool. Let's go. Okay, dann kommen hier Bestellungen rein. Und, oh Gott. Okay, kein Problem. Ich habe schon mal in der Küche gearbeitet. Wir holen hier erstmal unsere... jetzt komme ich hier wieder meinen Donut. Dann hole ich hier erstmal meine Burger raus. Den lege ich hier auf die Platte. Hallo? Ach nee, auf diese Platte muss ich den legen erstmal. Ich habe es auch gerade auf die falsch gelegt. Ich habe es versucht und dann hat es nicht geklappt. Okay, das heißt, wir grillen uns erstmal ein paar Burger, weil es ist ja auch ein Burger-Restaurant. Das heißt schließlich nicht ohne Grund Burgers. Die Leute wollen sicher Burger. Ohne Ende. Hier, zack. Dann muss ich hier noch mehr... Ja, was mache ich denn mit den Pommes? Wo mache ich sie rein? Okay, die Leute wollen hier ihre Bestellung. Ich bin noch gar nicht so weit, okay? Ich muss hier noch meine Burger grillen. Die verstehen wahrscheinlich gar nicht, was das Problem ist. Okay, das heißt, wir machen hier mal ein paar Pommes rein. Hier, zack. Einmal in die Fritteuse damit. Oh, hier noch ein Burger-Patty. Die sind schon fertig. Okay. Wir machen hier Fortschritte. Ich werde dich sabotieren. Ab in die Fritteuse. Was? Nein. Ich werde dich sabotieren, Ronja. Doch. Sabotieren? Ich bestelle ganz viele Sachen. Nein. Okay, dann brauche ich jetzt hier ein Tablett. Oh ja. Okay, Pommes, Cola, Burger. Das heißt, einmal Burger, einmal Cola. Und ist meine erste Pommes schon fertig irgendwann? Ah ja, hier. Zack.
und ab in das Bestellfenster. Und jetzt, oh Gott, die Leute wollen so viel. Die haben auch keine Geduld. Also, überhaupt, da musst du doch auch mal überlegen, wenn du hier was bestellst, dann bring vielleicht mal eine Viertelstunde mit. Es muss ja auch jemand machen. Ja, das ist richtig. Es macht sich ja nicht von selber, das Essen. Das ist aber dir vielleicht es riecht so gut. Gar nicht klar. Hast du schon einen Burger probiert? Nur einen Burger probiert. Hast du? Natürlich haben wir auch vegetarische Burger hier. Das ist, ja, hast du schon mal einen vegetarischen Burger gegessen? Ja, eigentlich ungefähr jeden, den es überall gibt. Echt? Ja. Ich probiere mich durch. Und was ist dein Lieblingsburger? Ich weiß gar nicht. Also eigentlich keine Fastfood-Kettenburger. Eigentlich schmecken die mir alle nicht. Ich habe das Gefühl, der eine schmeckt mir zu sehr nach Fleisch. Da werde ich ein bisschen... Das hasse ich. Ich mag das überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum man das macht. Ich will ja kein Fleisch essen. Dann will ich auch nichts essen, was einfach nur nach Fleisch schmeckt. Was genauso schmeckt diese ganzen Beyond Meat Burger, ich weiß. Ja, die schmecken mir überhaupt nicht. Die Beyond Meat Sachen sind gar nicht lecker. Ja. Ich mag das, wenn es so Gemüseburger gibt. Manchmal gibt es so welche, wir haben bei uns jemanden, der liefert, die machen so Kartoffelpatties. Und dann sind da so Oliven drauf. Die sind echt lecker. Aber, ja. Ja. Ich finde Falafel-Patties auch manchmal ganz lecker. Oh yeah, ja, die sind auch gut. Ja. Ja, was ich mainly einfach nicht mag, sind die Beyond Meat Sachen. Die sind wirklich nicht. Und die gibt es überall. Alle denken so, oh, wir haben hier was Feines mit den Beyond Meat Sachen. Und dann wollen die da 12 Euro für einen Burger, der richtig doof schmeckt. Entschuldigung? Aber wahrscheinlich ist es hier bei Burgers nicht anders. Ich bin mir sicher, die Burger, die wir verkaufen, die sind richtig lecker. Genau. Die sind total schmackhaft. Die sind alle köstlich, perfekt gebraten. Ich habe gerade ein Tablett runtergeknallt. Hoppala. Oh nein. Zack. Hier der nächste. Jetzt, wo ich meine Burger vorbereitet habe, geht es eigentlich ganz gut mit den Bestellungen, aber es ist halt trotzdem ein Heidenaufwand. Ich habe halt auch alle vorbereitet schon mal vorher. Ich auch. Okay, aber langsam gehen meine Pommes aus. So, hier noch ein Patty. Dann zack, dann kommt hier ein Burger. Hallo. Sag mal. Bei mir fallen oft die Sachen einfach runter. So. Nein, ich wollte keine Pommes da drauf machen. Die hat sich selber drauf gemogelt. No. Ist mir auch schon passiert. Schade. Ich komme überhaupt nicht hinterher mit meinen Bestellungen. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Die Leute, die denken sich auch, wenn die hier eine Schlange mit 15 Leuten sehen, ja, ich hätte gerne meine Bestellung in 3 Minuten. Entschuldigung. Hier sind Menschen, die hier arbeiten. Keine Maschinen, okay? Ich mache eure Burger per Hand. Wollt ihr die roh? Ich mache dem hier gleich Sprite rein, wenn er mich hier weiter muckt. Dann wird er sehen, was er davon hat. Trinkst du Sprite nicht gerne? Achso, nö, ich mag die ganzen Softdrinks nicht. Ich dachte nur, vielleicht, wenn du Cola willst, dann ärgerst du dich, wenn du eine Sprite kriegst. War so ein bisschen der Gedankengang. Ich weiß, das Einzige, was ich richtig mag, ist 7-Up. Aber auch nicht zu viel. Also ein halbes Glas oder so. Ah, okay. Ja. Ist mir das auch zu süß. Irgendwie, nee, weil... Ich mochte das als Kind richtig gerne, da war ich großer Fan von Fanta. Okay, ich drück jedes Mal... Kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Hier, jetzt habe ich nämlich gerade rausgefunden. Ich drück jedes Mal mit dem Cola-Automat auf eine Cola und dann haut er mir hier einen Burger drauf. Ja, das ist bei mir auch so. Ja? Ja. Das ist richtig gemein. Okay, hier. Das ärgert mich schon die ganze Zeit. Ich habe hier schon x Bestellungen gehabt, wo die Leute nur einen Cola und keine Ahnung, eine Pommes bestellt haben. Und ich war so, yep, hier ist ein Burger für dich, bitteschön. Lass es dir schmecken, mein Freund der Sonne. So, hier. Ich glaube, es sind nicht die besten Restaurantmitarbeiter. Ich bin mir sicher, ich kriege hier perfekte Bewertungen. Die Leute lieben den Service. Zack. Yeah. Hier eine Pommes kriegst du und eine Cola. Diesmal klappt's. Perfekt. So. Und... Oh. Pommes und... Nee. Ich mache einfach irgendwelche Bestellungen. Ich gucke gar nicht auf die Bestellungen. Ich mache einfach jedes Mal alle 3 Sachen drauf und liefere die ab. Wenn es denen nicht schmeckt, dann ist es auch nicht mein Problem. Ich arbeite hier nur temporär. Ich brauche ja nur Geld. Richtig. Ich habe schon 250 verdient. Echt? Mhm. Wie viel hast du? Gut. 410. 400? Tust du doch so, als wärst du hier. Würdest du dich freuen für mich? Du schlechtesten Mitarbeiter der Welt. Ich habe das danach gesehen. Ich dachte halt wirklich, dass du gut wärst. Ist okay. Ist in Ordnung. Ich gräme mir mich leid. Nur. Ich kann da nichts machen. Ist okay, weißt du, manche sind halt schneller, manche sind halt für Fließbandarbeit gemacht und manche sind es nicht. Ich bin nicht geboren dafür, okay? Das ist mir zu anstrengend. Es ist zu warm in der Küche hier. Ich krieg Hunger.
Und ich werfe die ganze Zeit die Bleche runter. Die rutschen mir immer so hinten rein. Okay, hier, dann noch eine Cola. Zack, so langsam wird's. So langsam habe ich, glaube ich, den Flow raus. Aber gleich sind meine vorbereiteten Burger leer. Deswegen, große Krise. Hier, schon wieder. Da, yep, das ist komplett das Problem hatte ich auch gerade. Zack, dann einmal Burger. Hört bitte alle auf, Burger zu bestellen. Danke. Burger sind aus. Wir haben nur noch Pommes und Cola. Okay? Okay, hier, Pommes und Burger. Ich glaub's nicht, als ob die überhaupt nicht auf mich hören. Also hey, man muss die richtig in der richtigen Reihenfolge machen, die Bestellung, ne? Muss man. Ja, wenn du es nicht in der richtigen Reihenfolge machst, dann sind die Sachen verschwinden einfach. Okay, ich gebe hier eigentlich mein Bestes. Ich glaube, ich habe nur wenig verhauen, weil die meisten einfach drei Sachen bestellen. Bei welcher Nummer bist du jetzt? Ich bin jetzt bei der Nummer 23. Und du? Ich bin, warte, bei Nummer 35. Hä, wie bist du denn so viel schneller als ich? Ja, weil ich nicht alles verhaue! Ey! Ich dachte, man kann alle machen. Wenn du viele Bestellungen hast, dann kannst du, dachte ich, die einfach abliefern. Und dann nein, du kannst sie halt nicht mischen, Ranja. Du musst es in der richtigen Reihenfolge machen, sonst wird das nicht. Das hätte mir die Lady vorne an der Theke ja mal sagen können. Ja, ist halt echt so, oder? So, Bestellung 37. Zack. Und das ist meine letzte, weil meine Burger sind schon wieder leer, beziehungsweise meine Pommes 37? Auch. Wie viel hast du? 60. Was? Okay, ich möchte gerne meine Shift als Koch hier beenden. Ich habe 566 Euro verdient. Muss reichen, okay? Mann, ja, ich kann nicht aufhören. Meine Ordertafel ist leer. Was? Die ist leer? Sie ist leer. Huh? Okay, meine war nicht leer, aber ich habe dann einfach aufgehört. Ich habe gedacht, vielleicht übernehmen das die anderen Köche hier. Ist ja kein Problem, die haben ja genug Mitarbeiter. Ich treffe dich vor dem Laden, wenn du fertig bist. Okay, ich komme mal raus. Okay. Ich will gar nicht aufhören zu arbeiten. Arbeitest du so gerne? Liebst du das Arbeiten? Ja, im Fastfood-Restaurant. Also ich meine, klar. Ist gut. Oh, ich habe ganz vergessen, mir einen Burger mitzunehmen. Nein! Zum Glück habe ich da einen gegessen. Clever, ich auch. Ich habe auch ganz viele Pommes gesnackt zwischendurch. Die waren nicht ohne Grund leer. Okay, hier ist weiterhin mein Fahrrad. Zack, zack. Ich möchte jetzt gerne nach Hause fahren. Und zwar, da ich ja immer noch nur ein Bett habe. Was hast du eigentlich für Möbel? Gar keine, weil ich habe mir das Auto hier geleistet. Aber ich werde mir jetzt welche kaufen. Ich habe nämlich 932 Dollar verdient. Oh mein Gott, wie hast du denn so viel? Weißt du was? Ich werde Möbel finden für weniger Geld, okay? Ist überhaupt gar kein Problem. Ich klaue die irgendwo und jeder weiß, gute Möbel gibt es auch für 566 Münzen. So ein bisschen die Grundmöbelregel. Die kennt eigentlich jeder. Oh, warte, mein Haus ist recht. Wie wohnen wir eigentlich als Einzige in dieser ganzen Nachbarschaft? Also, das ist ja eine große Neubauregion. Hier, der Einzige, der hier arbeitet, ist der Bauarbeiter. Und ansonsten sind wir hier die Einzigen, die dumm genug waren, um da Häuser zu kaufen. Na gut. Okay, ich richte mal mein Haus ein. Ich finde hier sicher was Schönes. So, und da ist unser Haus fertig. Ich habe hier eigentlich alles eingerichtet. Hier ist meine kleine dunkle Wand mit der Uhr dran und dem kleinen Bäumchen. Hier kommt später die Küche mit, aber die muss noch geliefert werden. Und hier ist mein kleiner Wohnbereich. Hier habe ich meine Sofa, meinen Fernseher. Es sieht eigentlich sehr gemütlich aus. Also, tatsächlich bin ich sehr zufrieden. Hier ist auch so eine kleine Lampe drüber. Ich habe jetzt ein vollständiges Bad mit Dusche, mit Klo, mit Spiegel und mit Grünzeug und natürlich einem Waschbecken nicht zu vergessen. Und hier geht's einmal rüber in mein Schlafzimmer. Hier ist nicht nur jetzt mein Bett, sondern ich habe auch einen Tisch und einen Stuhl reingeräumt für meinen PC. Und dann bin ich fertig. Das hier ist mein Zimmer. Hier ist alles pink übrigens. Das ist voll schön. Ich guck mal bei Easy vorbei. Herein! Ich bin so gespannt, wie es bei dir drin. Oh mein Gott! Das willkommen! Sieht so süß aus. Ja. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Das ist so hübsch. Das ist alles so bunt und pastell. Yeah. Das ist alles so hübsch eingefärbt. Meinst du, so richtig kalt und unpersönlich dagegen? Ach Quatsch, erzähl doch nicht. Oh mein Gott, das ist alles auch so gut aufeinander abgestimmt mit den Farbtönen. Das Bett und die Kommode und die Wände und der Boden. Das ist so richtig süß, okay? Danke. Aha. Du hast die Küche hier hinten reingemacht. Ich hab nicht so viel mehr leisten können, aber ich habe immer einen Kühlschrank und jetzt habe ich ja auch eine Blume. Oh, okay. Du kannst gerne bei mir ins Badezimmer gehen, wenn du Aber warte mal, stimmt, ich habe mein Bad vergessen. Kannst du mir dein Haus nochmal anschauen? Ist okay, ich habe keine Küche. Ich kann bei dir kochen, du kannst bei mir duschen. Oh
bei dir aufs Klo gehen. Und bei mir aufs Klo gehen. Hey, dein Haus sieht richtig gut aus. Richtig schön. Ja, aber es ist halt nicht so schön. Schön. Ja, aber trotzdem, du hast richtig viel drin. Das sieht mega stylisch aus einfach. Ja, krass. Danke, danke. Ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, welches Haus euch besser gefällt. Das von der Easy, das schöne bunte oder das von mir mit wenig Einrichtung. Der um ehrlich zu sein, ich hatte einfach kein Geld mehr, okay? Ich hatte schon für hier noch 12 Münzen. Ich habe nicht viel für den Burger gehen. Restaurant. Ja, wir müssen wieder zurück zu Burger, 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 Burger. Na gut, das war's aber mit der Folge hier von Parenthood heißt das Spiel, falls ihr das selber spielen möchtet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch oben da und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos und dann sehen wir uns im nächsten. Macht's gut, tschüss!